Hallo ihr Lieben, heute ist der 1. April 2022 und ich wollte euch mal eine neue Playlist machen, und zwar meine kleine Kaffeereise. Ja, da wo meine Hühner unter anderem sind in dem Gehege, der Besitzer hat mehrere verschiedene Bäume und unter anderem auch Kaffeesträucher oder Kaffeebäume. Und ich stehe gerade vor einem. Und ja, der erste Film wird auf alle Fälle sein, wie ich oder wann ich sie pflücke. Das ist der erste Film. Und zwar zeige ich euch mal die Kaffeefrucht. Das sind diese Knubbels. Hier in grün und hier schon in schwarz. Man kann sie wenn sie rot geworden sind, kann man sie pflücken. Das ist dann so ein frischer Kaffee. Der wird dann geschält, gewaschen und getrocknet, fermentiert. Das möchte ich nicht. Ich lasse sie von der Sonne fermentieren und dann sind die schwarz. Genau. Und der Baum sitzt richtig voll. Eine ganze Tüte habe ich schon. Gut, ich bin jetzt mit einer Hand. Da kann ich natürlich jetzt nicht alles irgendwie mit einer Hand zeigen. Aber ich habe eine kleine Tüte. So eine. Und wenn die voll ist, dann fange ich an zu schälen. Also die trocknen noch nach. Die schwarzen Beeren, die trocknen noch nach. Die werden richtig knochentrocken. Und da ist dann die Kaffeebohne drin, die allerdings noch mal einen Schutzmantel hat. Den muss man auch abholen. Ja, aber heute bin ich beim Pflücken. Und wie gesagt, ich mache. Ups, natürlich fallen mir auch viele runter. Ich mache die Tüte voll und dann kommen die bei mir zum Trocknen, also zum Nachtrocknen. Die sind jetzt schön gereift. Dann kommen sie zum Nachtrocknen. Und dann fange ich an zu polen, also zu schälen praktisch. Ja, und wie ich das mache, das zeige ich euch dann. Hier daneben ist noch ein kleiner Baum. Der ist auch schön voll. Also ein paar Tassen Kaffee wird das auf alle Fälle sein. Ist aber auch eine Wahnsinnsarbeit, weil das ist in dem Moment Handarbeit. Ich habe keine Maschinen und gar nichts. Ich mache das mit Hand. Ja, so, das war der erste Film. Ich bin mal gespannt, wie euch das nachher gefällt. Ja, ich hätte ganz gern dann ein Dufttelefon, dass ich euch beim Rösten, das ist der dritte Schritt, wenn ich da ein Dufttelefon hätte, dann könntet ihr das auch noch riechen. Und dann kommt der Geschmackstest. Der Brüh- und Geschmackstest. Also, jetzt geht's erstmal ans Pflücken. Okay, ihr Lieben, bis bald.